So. Auch irgendwas, was so komplett mal auf eine ganze Gruppe ist. So, das war's noch hier. Jetzt aber ich. Fix mal resten. Jetzt habe ich natürlich gegen die Endgegner. Ein Overdrive. Das war sehr blöd von mir. So, was kann man denn hier handeln? Naja. Naja, 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 naja. Aber immerhin haben wir Geld. Master Quartz müssen wir mitnehmen. Für den Rest reicht es nun mal wieder nicht. Ah! Für den Rest bin ich zu pleite. Hätte ich gedacht. So richtig Geld verdienen tut man halt auch immer erst im zweiten Run. Weil man Level und Co. einfach mitnimmt. Mein Kreuz. Ich werd alt. Kann das mal bitte jemand ändern? Ich will nicht alt werden. Na gut. Haben wir jetzt hier alles gemacht, was ich machen konnte? Ich sicher zur Sicherheit. Ja, auch ewig her, dass ich das Spiel mal gespielt habe. August 21, ey. Na dann, Vita. If you're shitty.
早速始めるとしましょうか。 Kann nicht einmal einen friedlichen Spaziergang machen, ohne dass jemand mit mir kämpfen will. Bist du denn nicht schon schwer beschäftigt, ohne dass du dich um uns kümmern musst? Nun, die Operation für Operation Mille Mirage sind auf dem Weg. Und ich kümmere mich auf dem Weg auch um einen weiteren Angios. Ich bin mehr als gewillt zu helfen, wenn ich auch nur einen kleinen Blick darauf werfen kann, was der reflektierende Spiegel zu zeigen hat. Zusätzlich, zusätzlich habe ich es mir selbst auferlastet, die Untersuchungen von einer bestimmten umherwandernden Hexe Isola vorzuführen. Mutter? Du standest mit ihr in einer Verbindung, nicht wahr? Isola war Emmas Mutter? Was war denn diese Aufgabe, die von einer Generation von wandernden Hexen zur anderen übertragen wurde? Nun, die Revaliers und den Zweck des Hexenclans zu untersuchen, natürlich. Es war ihr Einfluss, der dafür gesorgt hat, dass ich meine eigenen Untersuchungen begann, was mich dazu führte, dass ich mich mit dem Großmeister traf. Ich tue das, um ihre Erinnerung zu ehren und natürlich auch für Krianos. Hä? Huh? Der Familiar, der durch Rufus niedergestreckt wurde? Ich verstehe den Teil mit Isola, aber was meinst du mit Krianos? Vor 800 Jahren diente der reflektierende Spiegel auch einem anderen Sinn. Also einen anderen Zweck. Ihr solltet die Älteste darüber befragen. Aber zuerst müsst ihr mich besiegen und noch jemand anderes, der euch erwartet. Ach. Passt auf! Das ist die wahre Macht von Ouroboros zweiten Angios, dem Azure Abyss. Kann sie sich nicht etwas zurückhalten? Wir sind doch immerhin auf derselben Seite wie ihre Schwester, verdammt! Man sieht dann natürlich anfangen. So. Na wie gut, sie hat keinen Buddy. Niemand sagte, es wird einfach. So, zur Hälfte ist es schon runter. Bin also nicht so schlimm unterlevelt, wie ich dachte. Ja!
Bin ich Bonnie, ich will alle. Da wollen wir zu aufwendig. Ich habe aber nicht wirklich was für alle. Ja, Pikus. Aufheben. Hast du sonst irgendeinen Supporte? Oh, wirklich. Das ist auch nicht für alle. Oh, Spinner. Green ist ja dank seinen Dingens ganz gut dabei. Die beiden muss ich hochheilen, weil wenn ein Healer dabei ist, immer den Healer nochmal vorsichtig hochheilen. Einer der Tanks ist ja schon ganz gut dabei. Das spürt sie jetzt nochmal. Den Konter bekommt sie zu spüren. Ja, den bekomme ich zu spüren. Enhanced nochmal, okay. Wir mischen uns einfach nochmal mit Green dazwischen. Ich hoffe, das war's jetzt. Ja! War's. Sehr gut. War zwar nicht die der beste Kampf, aber naja. Auf Skippy! Hallo, dich fandst du! Keiner Dickmops. Nicht schlecht. Nun, es wäre ja auch peinlich, wenn ihr verloren hättet. Immerhin
wart ihr ja alle, also habt ihr ja alle gegen mich gekämpft. Gehst du jetzt? Ich bin eine sehr beschäftigte Hexe. Ich kann ja nicht zu lange aufgehalten werden. Grüß die Älteste von mir und ihr wisst schon wen. Ah, guter Gott. Sie scheint der Weißland-Armee zu helfen. Vielleicht liegt es daran, weil sie sieht, was die Zukunft bereithält. Sie hat einen besseren Überblick als wir, da sie sowohl eine Hexe als auch eine Angius ist. Wir müssen ihr später dafür danken. Oh, das stimmt. Sie hat einen weiteren Herausforderer erwähnt. Solltest du den nicht kennen? Bist du nicht sowas wie ihr Chef? Nun, ich überlasse die kleinen Details Ihnen. Wir müssen einfach die Ärmel hochkrempeln und uns um den Rest kümmern. Eine Sache ist sicher. Ja. Dieser Kampf wird noch viel schwieriger als der letzte. Ha, da habe ich nichts dagegen. Dem stimme ich zu. Okay. Sie hat also Miss Le Guin noch eingeladen. Na, sehr süß. Wir werden danach streben, einen kleinen Teil ihrer Fähigkeiten als Meisterin der zwei Schulen von zwei Schwertkünsten zu erreichen. Ich bin bereit dafür, also gehen wir weiter. Miss Le Guin. Ich habe gerade Flashbacks, böse Flashbacks. Not me likey. Ich habe gerade sehr böse Flashbacks. Ich würde vielleicht mal hochheilen. Passt schon. Gibt's hier was zum Zerschmettern? Nö. Hier. Hey. Hier kann man lang oder hier unten. Ich muss mal mit dem hier zerschmettern. Ich guck
guck mal kurz auf die Karte. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal da, wo wir das Tor entfernt haben. Ja. Oh, es gibt ihm mit in die Beine weh. Ich werd alt. Was sagst du denn dazu, junger Dame? Uff. Uff. Ja, Selin freundet sich gerade ein bisschen mit Ashy Boy an. Schatztruhe, du bist mein. Vor dem nächsten Gegner muss ich dann sicherlich speichern. Weil ich muss ja morgen arbeiten. Heißt, ich will heute nochmal schnell in die Wanne hüpfen. Damit ich morgen um 4 Uhr aus dem Bett komme. Begeisterung. Also die 10 Minuten nehme ich jetzt noch, aber danach muss ich tatsächlich Schlüsse machen. Heißt, den Fight gegen Legewin kriegen wir wahrscheinlich noch hin. Vermute ich jetzt einfach mal. Natürlich vorausgesetzt, ich komme pünktlich zu ihr. Hab jetzt gedacht, ich bin jetzt schon bei ihr. Ach Mensch. Ich dachte schon, der killt Rin. Vielleicht sollte ich das sicher sein, verdammt. Never trust a cat. Du müsstest einen Impede haben, ne? Hizamazuke! Na,
geht das. Ah, wie sie versteinert, ey. Ich glaub, ich schätze voll. So, Jusis, du kommst wieder in die Ersatzbank. Ich nehme jetzt noch die Doktor. Bro und ich matchen sowieso viel besser. Oh, ich sag, wir matchen. War aber ein kurzer Break. Zero Order! Wenigstens nehmen wir noch ein paar Level vor Miss Green mit. Können wir gebrauchen. Sonst sind wir wirklich underlevelt. Wachen-Essenz, okay. Naja, gut, wir schaffen es also nicht bis zu Miss Green und den Kampf. Den letzten habe ich ja auch 6 Minuten gebraucht. Das heißt, morgen. Wenn es gut läuft, morgen. Das heißt es. Ja, und dann werden wir mal gucken, was wir weiter an Story sehen nach Ewigkeiten, die ich verkackt habe. Ja, ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann hoffentlich in aller Frische morgen. Sonst Sonntag, sonst Montag. Montag dann halt mit Final Fantasy 8, wo wir ja auch schon die Hälfte des Spiels durch haben. Ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt euch lieb. Bis dann. Tschüss.